Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich hatte kürzlich das große Vergnügen, einen ganz großen Zahnarzt hier im Studio zu haben. Es war die Person, der Dr. Johann Lechner war hier. Viele Zahnärzte, die jetzt gerade zuschauen, kennen ihn natürlich aus den vielen Weiterbildungen, die er macht. Seine Entdeckung, dass es einen Herd gibt hier im Kieferbereich drin, sogenanntes Rantes, steht in Zusammenhang mit ganz, ganz vielen chronischen Erkrankungen. Und er hat mich ein bisschen schockiert, die letzten Sendungen durch. Und deshalb ist es meine Ehre und Freude, ihn heute nochmals begrüßen zu dürfen. Lieber Hans, ganz herzlich willkommen nochmals im Studio. Danke. Der Schock, der immer noch tief sitzt, ist, dass wir hier Herde haben im Bereich Kiefer. Herde, die ein sogenanntes Rantes produziert. Und Rantes steht im Zusammenhang mit sämtlichen Formen auch von Krebserkrankungen. Und deshalb möchte ich gerne diese zweite Sendung dem Thema Krebs auch widmen, insbesondere den Brustkrebs, weil das ja die häufigste Form von Krebs ist bei den Damen. Und hier einfach mal schauen, inwiefern ist sich denn da die Schulmedizin bewusst, dass wenn eine Dame tatsächlich Brustkrebs hat, dass man auch diese Rantes suchen müsste? Naja, die Schulmedizin weiß das. Aber wird es auch gemacht oder weiß man es nur? Das Problem ist, dass die Schulmedizin weiß, dass Rantes eine Rolle spielt, aber sie hat noch kein Mittel gegen Rantes. Also ich habe einen Freund, der ist Biochemiker in einer Biochemiker-Forschungsabteilung in Freising und der kennt Rantes selbstverständlich. Fragt man die Ärzte, wissen die meistens nicht, was Rantes ist. Mhm. Warum weiß der Forscher, was Rantes ist? Weil diese amerikanische Firma, wo er beschäftigt ist, die suchen seit Jahren nach einer Anti-Rantes-Pille. Ja, logisch. Dann kann man auch was Wunderbares abdecken. Man kann helfen, auch Geld verdienen. Man kann ja nicht nur investieren in die Gesundheit der Menschen, sondern man muss ja auch, das ist ja logisch. Ganz klar. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, alles schön zitiert. Man züchtet Mäusen Pankreaskrebs an, Pankreaskarzinom. Pankreaskarzinom ist keine angenehme Diagnose. Wenn man jetzt den Mäusen Ranteshemmer gibt, ist innerhalb von 6 Wochen das Pankreaskarzinom auf die Hälfte geschrumpft und jetzt könnte man das operieren. Innerhalb von 6 Wochen, Anti-Rantes-Mittel, schrumpft der Pankreaskrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Was ist das für ein Anti-Rantes, Anti-Rantes? Das gibt's schon? Das gibt es. Okay. Aber es gibt es noch nicht bei Menschen. Aha. Da funktioniert es nicht so wie bei Mäusen. Das ist das Problem. Ich zitiere immer einen bekannten Mann, der am Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist. Steve Jobs, ja. Kennt jeder. Mhm. Apple, nicht? Er ist am Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Wenn er eine Maus gewesen wäre, hätten wir ihn mit dem Anti-Rantes-Mittel heilen können. Mhm. Okay. Also etwas zynisch jetzt so gesprochen. Mhm. Ja. Aber das ist das eigentliche Problem, dass wir noch nicht das Mittel gefunden haben, also die Pharmaindustrie, ja, die natürlich daran arbeitet, weil es wäre eine wunderbare Lösung, ja, einen Rantes-Hemmer zu entwickeln. Mhm. Ich habe irgendeine Form von Krebs, werfe das ein und dann verschwindet zum Beispiel mein Kolonkrebs, mein Dickdarmkrebs, du hast das gerade unten gezeigt. Da? Genau. Das vierte von unten, Kolonkrebs, Dickdarmkrebs, wie viel haben wir? 6.300 wissenschaftliche Publikationen bei Google Scholar. Wenn man eingibt Kolonkrebs und R heißt Rantes. Ne? Eben, diese Folie möchte ich einfach ein bisschen noch draufbleiben. Wir gehen ja heute in das Brustkrebsthema rein und hier haben wir in der Wissenschaft 3.750 Studien, die Rantes in Zusammenhang bringt mit Brustkrebs. So, die Pharmazie forscht daran, hier ein Anti-Rantes-Produkt zu entwickeln bei Brustkrebs. Was ich sagen muss, ist ja eigentlich genial, diese Pharmazie, wie sie ihre Wege gehen. Ja, aber bis wir so weit sind, müssen wir eigentlich schauen, wie kriegen wir das Rantes ohne jetzt diese Tablette Anti-Rantes aus dem Körper raus. Genau. Und wo ist dieses Rantes? Ja. Eine Antwort auf diese sehr gute Frage. Es ist überall da, wo sich chronische Entzündungen ausbilden. Man nennt es in der Fachsprache Silent Inflammation. Stumme chronische Entzündung. Mhm. Und hier ist die Verbindung zum Krebs. Die Forschung, die Schulmedizin weiß, dass heute Silent Inflammation ist die Grundvoraussetzung oder eine Grundförderung zur Krebsentwicklung. Mhm.
Das weiß ich nicht. Auch Damen, die mit Brustkrebs sind, die offensichtlich, wenn ich sie anschaue oder gesehen habe, eigentlich in keine Form von Entzündungen offensichtlich da sind. Also man sieht diese nicht. Im Labor kann man sie ja dann wahrscheinlich nachweisen, diese Entzündungsparameter, oder? Richtig, die kann man, das nennt man Multiplex-Untersuchungen. Ja. Nicht? Es gibt ja bis heute, hat man 26 dieser Botenstoffe entdeckt. Und einer dieser Botenstoffe als Entzündungsbotenstoff heißt Rantes. Einer von 26. Nochmal, wenn ja so Blutuntersuchungen gemacht werden, da werden ja auch die Entzündungsparameter gemessen. Richtig. Aber nicht auf Rantes, sondern einfach generell Entzündungsparameter. Naja, man kann im Serum auch Rantes messen, im Blut. Ja. Und für uns ist es ein Hinweis, wenn Rantes im Serum über dem gesunden Wert ist, der liegt bei 30 Nanogramm, also wenn es über 30 ist im Serum, die Untersuchung auf Rantes im Serum kostet 80 Euro. Das ist also jetzt nicht die Welt. Und wenn das drüber ist, über 30, ist es ein Hinweis, dass Rantes irgendwo im Körper eine Rolle spielt. Und wenn dieser Herd hoch ist, dann ist die Gefahr groß, dass es metastasiert. Moment, das ist jetzt wieder die Metastase zum Rantes. Ja. Aber ich will jetzt mal sagen, man kann Rantes messen im Serum. Ja. Wenn Rantes im Serum über 30 ist, gibt viele moderne Labors, die das machen, das ist jetzt kein Geheimnis, dann hat man einen Hinweis, dass man gucken sollte, ob im Kiefer irgendwas los ist. Dann sollte man im Kiefer nachschauen, sitzt da so eine fettige Degeneration, eine fettige Auflösung des Kieferknochens, die über diese Rantes-Expression als Entzündungstrigger wirkt. Und hier hast du schon ein Bild da. Das ist eine unserer Brustkrebspatientinnen. Ja, die kommt so zu dir und du schaust hierher. Die kommt zu mir mit Brustkrebs. Und wir untersuchen jetzt den Kiefer. Wir machen ein Röntgenbild. Ja. Und da sehen wir ein Implantat. Ja. Und das Implantat sitzt fest. Macht der Patientin keine Probleme. Sieht auch auf dem Röntgenbild recht gut aus. Aber wenn wir jetzt die Knochendichte auf der rechten Seite mit unserem Ultraschallgerät messen, ja, dann stellen wir fest, und in der Mitte sieht man sehr schön, weiß ist gesund oder fest, das ist wahrscheinlich das Implantat, aber unmittelbar an das Implantat kommt das Rote. Ja. Und das ist die Entzündung. Ganz unten sieht man das nochmal in der Übersicht. Ja. Das ist der letzte Zahn hier, der Zahn 2,7, das ist okay. Und hier hinten im Weisheitszahngebiet bei 2,8 hat man hier dieses Implantat gesetzt und da ist es rot. Rot heißt, hier brennt irgendetwas. Man und sieht das ist nichts das ständige, beim Röntgenbild, gar nichts. Beim Röntgenbild nix. Gar nichts. Gut. Und die Patientin hat auch keine Beschwerden. Ja. Aber im Ultraschall sehe ich rot dieses ständige Feuer, die ständige Inflammation, die eben dieses Rantes bildet. Wir gehen eins weiter. Ihr habt dann aufgeschnitten und reingeschaut. Ja. Richtig, wir haben dann dieses Implantat rausgemacht. Und man sieht hier deutlich, an dieses Implantat hier anliegend ist dieses Fett. Ja. Das ist kein Knochen, das ist Fett. Und in diesem Fett drin hast du die Untersuchung gemacht, ob jetzt hier Rantes drin ist. Richtig, jetzt kratzen wir dieses Fett weg und schicken das, genau, das ist die richtige Folie, und schicken das ins Labor zur Untersuchung auf Rantesgehalt in diesem Fett. Und dann kriegen wir das Ergebnis. 5000. Blaue Säule wäre gesund. Ja. Das ist ein gesunder Vergleichswert. Und in diesem Implantat im linken Oberkiefer haben wir 5000. Also das ist ein dramatischer Herd. Das ist Verhältnis. eine 40-fache Überexpression. Nicht? Ständig, in jeder Sekunde des Daseins, geht von da aus die Information, also das Signal auf den Körper aus, hier liegt irgendeine Entzündung vor. Hier liegt eine Entzündung vor. Wie hat es denn jetzt in diesem Fall funktioniert? Ihr habt das rausgenommen, gereinigt, sauber gemacht. Ausgeheilt. Gut, und wie hat sich Ihr Brustkrebs dann weiterentwickelt? Das ist jetzt der Punkt. Das kann ich nicht entscheiden. Ich behandle keinen Brustkrebs. Ich kann auch das nicht genau verfolgen. Diese Patientin geht wieder zurück zu ihrem Onkologen. Aber ein Herd ist weg. Ich weiß über das, was die Wissenschaft mir sagt, dass Rantes möglicherweise Brustkrebs induziert,
weiß ich, ich habe ihr was Gutes getan. Hast du denn hier einen Onkologen gehabt, der so weit schon ist, dass er sagt, hier, liebe Patientin, ich muss dich jetzt zum Zahnarzt schicken. Ich möchte wissen, ob es da einen Zahnherd gibt. Ja. Weil das sind ja auch nicht so viele Fachexperten, wenn ich sie nenne, die diese Zusammenarbeit mit anderen Kollegen forcieren, oder? Richtig, aber ich habe da natürlich mein Netzwerk. Nicht? Mhm. Ich habe da die Kollegen, die diese Patienten zu mir schicken. Mhm. Ja, da klären wir das ab. Mhm. Nicht? Also ich weiß nur noch, auch wo ich das Gesundheitszentrum geführt hatte, auch unsere Ärzte haben gesagt, immer zuerst bei Krebs, immer zuerst die Zahnherde anschauen. Ja. Wie gesagt, das ist das alte Wissen. Mhm. Ja? Nur dieses alte Wissen ist leider verschütt gegangen, sage ich jetzt mal so. Warum? Weil die damals nicht die Mittel hatten, das nachzuweisen, warum macht es Sinn, hier zu sanieren, wenn ich Brustkrebs habe. Mhm. Heute mit den modernen Methoden der Biologie können wir das Randes nachweisen, können wir die Verbindungen herstellen. Wie hat man es denn früher gemacht? Ich meine, heute macht man das ja mit den modernen Ultraschallgeräten, aber wie hat man es denn früher gemacht? Das war ja Kaffeesatzlesen, wo ist der Herd, oder? Ja, es war ein bisschen Kaffeesatzlesen. Also ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, früher Dr. Issels, ist ein bekannter Name, mhm. Der hatte damals eine riesen Krebsklinik in Bad Wiessee am Tegernsee und da wurde einfach radikal dann operiert und Zähne raus und so weiter, ja. Das ist aber etwas, was wir uns heute nicht mehr leisten wollen. Mhm. Wir wollen ganz gezielt arbeiten, nicht? Ich vergleiche so. Früher haben sie gearbeitet wie die Amerikaner in Vietnam mit einem B-52-Bomber, nicht? Wir bombardieren mal alles, dann werden wir schon auch ein paar Vietcong erwischen, hieß es damals, nicht? Wir wollen arbeiten wie die Scharfschützen. Wir wollen genau sagen können, da sitzt was, das produziert Randes, und das ist verantwortlich für deine Tumorentwicklung. Mhm. Mhm. Scharfschützen, nicht B2. Ja, nein, ist ja super. Ich meine, die Technik geht weiter, macht Fortschritte. Richtig. Jetzt kann man es erkennen, sofern der Zahnarzt auch diese Technologie hat und nicht einfach noch immer auf dem Röntgen arbeitet, wo man es ja nicht erkennt, sondern er müsste eigentlich mit dem Ultraschall, speziellem Ultraschallgerät arbeiten. Genau, weil wir eben mit solchen Techniken diesen ganzen Problemkreis, nicht Zahnherde, Kieferherde, Störfelder, wie es heißt, aus diesem dogmatischen Bereich rausführen in eine ganz normale klinische Diagnostik überführen und diagnostische Therapie. Aber wir gehen halt eher eine ursachenbezogene Behandlung an. Also wir sind immer noch im Fall Brustkrebs. Wenn dieser Rand das hoch war, dieser Herd wurde entfernt, dann haben wir hier eigentlich einen ersten Schritt gemacht, dass der nicht noch mehr angetriggert wird, der Brustkrebs. Richtig. Und möglicherweise noch metastasiert. So könnte man sagen. So könnte man sagen. Die Metastasierung ist ja das eigentliche Problem beim Brustkrebs. Mhm. Der Tumor selber ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber metastasieren darf er nicht. Mhm. Nicht? Weil die Patientinnen sterben an den Metastasen. Mhm. Ja. Und wir haben zum Beispiel Fälle, wo wir also in diesen fettigen Degenerationen im Kiefer Brustkrebs-Metastasen-Zellen von des Brustkrebs gefunden haben. Nicht? Ich habe hier eine weitere Folie von dir. Störungen zur Tumorentstehung. Kannst du da noch was erklären? Ja, ganz kurz. Fangen wir rechts unten an bei der DNA, bei den Genen. Früher hat man gedacht, Tumor ist gleich DNA-Problem. Ja. Heute weiß man, das ist nicht der Fall. Man hat ja das menschliche Genom entschlüsselt. Das war ein Riesenakt, ein Riesenforschungsakt. War wunderbar, bis man erkannt hat, der Regenwurm hat 10-mal mehr Gene wie der Mensch. Dann ist das Menschenbild ein bisschen ins Wanken geraten. Mhm. Dann gibt's die RNA, die also die Umschreibung. RNA ist bekannt, weil die heutigen Impfstoffe sind RNA-Impfstoffe gegen Covid-19. Ja, das weiß ich und da hört man eben drum auch ein bisschen ängstliche Dinge. Ja, das alles ist ein bisschen gefährlich, aber okay, gut. Mhm. Dann gibt es rechts unten das Metabolische, also Stoffwechsel. Das ist der Grund, warum wir uns vernünftig ernähren sollen, nicht? Mhm. Zigarettenrauch macht Krebs, so irgendwie. Dann gibt es das Proteom, die Mitochondrien. Ja. Wenn die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, nicht richtig funktionieren,
ist die Zelle nicht widerstandsfähig gegen krebsauslösende Stoffe. Ja. Ja. Aber das Wichtige für uns ist das sogenannte Interom, nämlich das Signalnetzwerk. Mhm. Und da sind wir bei diesen Botenstoffen, Rantes, TNF-Alpha, Interleukin 10 und so weiter. Mhm. Und diese Botenstoffe lösen als ständige Signale eben dann auch Krebs aus. Ja. Mhm. Interom. Na, wie Internet. Mhm. Nicht? Mhm. Wir schicken Informationen rum. Mhm. Ja. Und einer dieser Informationsträger ist Rantes. Ist noch schwer zu begreifen im Kopf, dass es jetzt hier um Informationen geht. Ich habe jetzt immer gedacht, Rantes ist ein Entzündungsherd, der inflammatorisch wirkt. Der Herd ist das fettig degenerierte Kieferknochenareal. Ja. Dieses fettig degenerierte Areal, die Fettzellen, bilden Rantes. Mhm. Und Rantes ist das Signal, das durch den Körper, ich sage jetzt mal, saust, so wie deine E-Mail durch das Glasfaserkabel saust. Also die Feuerwehr, es brennt. Richtig. Und die Feuerwehr rückt aus. Richtig. Und dann kommt es irgendwo an, es brennt. Und wo es ankommt, ob das E-Mail jetzt bei deinem Freund ankommt oder bei deiner Frau oder sonst irgendwo, ist ja ganz egal, dort kommt es dann zum Brand. Die Information, es brennt, bringt er die Feuerwehr nur zum Ausrücken. Wenn jetzt die arme Feuerwehr nicht weiß, wo es brennt, dann hat sie ein Problem. Mhm. Also die Feuerwehr rückt jetzt aus bei der Dame in diesem Beispiel. Sie hat Brustkrebs, die Feuerwehr rückt aus. Und das landet bei ihr immer in der Brust. Mhm. Wenn dieses Signal bei ihr in dem Nervensystem landen würde, im zentralen Nervensystem, dann würde sie Multiple Sklerose entwickeln. Mhm. Weil Rantes in dem Fall Entzündungen in der Nervenscheide macht, chronische Entzündungen, und über diese Entzündungen zur Degeneration der Nervenscheide führt. Mhm. Und darum haben wir bei MS, wenn wir gucken, Rantes und MS, Multiple Sklerose, haben wir, ganz viele da. Haben wir 5000 Publikationen. Also wir haben hier wirklich eine ganz bedeutsame Geschichte, die du eigentlich aufgedeckt hast vor vielen, vielen Jahren, in Zusammenhang bringst mit dem mit Ultraschall, es aufzudecken, wo sie im Kiefer sind. Aber die Konsequenz ist, es müsste auch konsequent gemacht werden. Und eines meiner Erachtens eigentlich in der Prävention schon bei jedem Zahnarztbesuch. Ja. Das wäre mir eigentlich fast am liebsten. Richtig. Das Thema liegt eigentlich darin, dass wir Zahnärzte uns fragen müssen, warum entsteht denn sowas im Kiefer? Und ganz global gesagt, es sind eigentlich immer nur schlecht ausgeheilte Wunden im Kiefer. Mhm. Denn an welchem Organ wird so viel rum extrahiert, rum operiert, rum implantiert, mit Wurzelfüllungen irgendwas verändert? An keinem Organ, außer im Kieferbereich. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass ich den Kieferknochen jetzt nicht nur als irgendwas sehe, als ein Stück Holz, in das ich irgendetwas reinschrauben kann oder was rausziehe, ja, damit das wieder als Nussknackerwerkzeug funktioniert, sondern es ist Bestandteil meines Immunsystems. Und das nennt man Osteoimmunologie. Mhm. Dass also Knochen und Immunsystem eng zusammenhängen. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich der Aspekt, den ich den Kollegen nahebringen möchte, ja, dass man da nicht so locker damit umgeht. Und damit ich erkenne, was hier im Kieferknochen nicht richtig gut läuft, ist das Röntgenbild nicht das Ideale. Das weiß die Wissenschaft. Dazu habe ich auch mehrere Publikationen geschrieben. Und deshalb die Entwicklung dieses Ultraschallgerätes Cavitao. Mit Ultraschall in den Knochen hineinsehen. Das ist der Punkt. Und das ist ja in dem Sinne nicht so invasiv. Man hört ja immer, es ist immer gefährlich, wenn man invasiv ist. Röntgenstrahlen sind invasiv, sehr Richtig. Invasiv. Ultraschall ist auch invasiv, aber nur schwach, oder? Naja, Ultraschall macht im Grunde gar nichts. Mhm. Sonst würde es ja nicht den Schwächsten, also unseren Embryonen oder unseren Babys, ja, angewendet werden. Mhm. Ja. Und dass Ultraschall eben zur Dichtemessung
bestimmt möglich ist. Das weiß, wie gesagt, die Orthopädie bei der Osteoporose. Man hält also einfach seinen Arm in ein Ultraschallgerät, einerseits Sender, andererseits Empfänger. Dann sieht der Orthopäde genau in den Knochen hinein und weiß, ob die, ist ja meistens auch sind es Patientinnen, ob die Patientin eine entsprechende Minderung der Knochenqualität hat oder nicht. Das sind aber einfache Geräte, weil sie stationär und außen sind. Im Mund haben wir ein Riesenproblem. Der größte Feind des Ultraschalls ist die Luft. Und wir müssen jetzt unseren Sender hier außen und unseren fingernagelgroßen Empfänger pro Zahn, nicht fingernagelgroß, im Mund einbringen. Und beides zwischen beiden Sender und Empfänger darf keine Luft sein. Trotz Speichel, Zunge, Lippe. Das war für uns eigentlich die technische Herausforderung. Ich darf es kurz sagen, das Bayerische Wirtschaftsministerium hat vor 6 Jahren unser Potenzial erkannt. Wir sind mittlerweile 4-mal mit Geld vom Bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert worden, weil die Beamten dort erkannt haben, welche Dimension, wir mussten das ja auch beschreiben, welche Dimension das hat. Und ich möchte diese Dimension jetzt auch meinen zahnärztlichen Kollegen natürlich nahelegen. Ja, ja, ich meine, ich weiß, ich bin selbstverantwortlich für meine Gesundheit. Aber wenn ich zum Zahnarzt gehe, erwarte ich eigentlich von ihm, dass er meine Zähne anschaut, kontrolliert und eigentlich überwacht und mich ja ein Jahr später wieder einbestellt, damit ich hier nie Probleme habe. Aber er ist... Eigentlich muss der Zahnarzt auch verantwortlich sein, diese Herde, die eigentlich entstehen können aufgrund von diesen Baustellen, regelmäßig zu überprüfen, oder? Ja, die Zähne macht jeder Kollege, ist klar. Mir geht es nur darum, den Fokus, das Schwergewicht dieser zahnärztlichen Fürsorge auch auf den Zustand des Kieferknochens zu richten. Aber da kann ja nur der Zahnarzt verantwortlich sein, wer denn sonst? Richtig, richtig. Und deshalb bräuchte also... Ich sage es jetzt mal, idealerweise jeder Zahnarzt so ein Ultraschallgerät, ja, um strahlungsfrei, unbelastend, ja, relativ kostengünstig die Problemzonen mit Ultraschall zu überprüfen, ob diese Problemzonen möglicherweise etwas auslösen können. Ist ja auch kein Kostenpunkt letztendlich für die Zahnärzte. Nein. Das kann man ja auf die Patienten, wenn man das bei jedem untersucht, ist ja das ganz schnell amortisiert. Das ist keine Frage. Ja. Aber er muss es wissen und darum machen wir heute auch diese Sendung. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich für meinen Teil werde natürlich zu meinem Zahnarzt gehen und ihn darum bitten, mir eine Ultraschalluntersuchung zu machen, um diese Randesproblematzonen zu suchen, wo ich hoffentlich auch gar keine habe, aber ich finde, das ist unglaublich bedeutsam. Und sollte mein Zahnarzt kein Gerät haben, dann, was mache ich dann? Dann soll ich ihn mal an dich verweisen, der soll sich damit beschäftigen, bitte, oder? Bitte nicht, wir haben genug zu tun. Ja. Aber es gibt eine schöne Website, die heißt so, wie das Gerät heißt, also www.cavitau.de. Und dort sind jede Menge Informationen zu finden. Dort sind auch meine wissenschaftlichen Publikationen darüber. Um die Kollegen für dieses Thema zu begeistern, habe ich 4 Bücher geschrieben. Alle mit dem Obertitel Kavitätenbildende Osteonekrosen. Dort findet man die Einführung in diesen Problemkreis und natürlich auch die Lösungen dazu. 4 Bände sind alle zu beziehen über diese Website. Gibt es aber auch bei Amazon. Meinen Namen eingeben, Kavitäten bilden die Osteolysen. In der Regel findet man das. Ich habe noch 2 Fragen. Die eine ist, es gibt ja kaum Zahnärzte, die dich nicht kennen. So habe ich es gehört, auch schon von meinem Zahnarzt, weil du Zahnarztkongressen überall die Weiterbildung auch machst. Sind Sie denn diese Masse an Zahnärzten schon irgendwie ein bisschen sensibilisiert worden auf dieses Thema? Oder ist es jetzt gänzliches Neuland, was wir hier jetzt für unsere Zahnärztzuschauerinnen und Zuschauer eigentlich vermitteln? Naja, du hast es vorhin schon angedeutet. Neuland ist es eigentlich nicht. Denn meine Lehrmeister, ja, und die Kollegen von früher, ja, die haben das auch schon propagiert. Ich verliefere jetzt eigentlich nur durch meine Idee, sage ich mal ganz vorsichtig, ist nur eine Idee, dieses Fett auf Entzündungsbotenstoffe untersuchen zu lassen. Dadurch haben wir jetzt geschafft, hier vom lokalen Phänomen eine systemische Beziehung
herzustellen. Mhm. Und eine systemische Beziehung, gegen die kein Mediziner eigentlich was sagen kann. Mhm. Weil Rantes ist nicht Bestandteil irgendeiner esoterischen Störfeldlehre. Mhm. Rantes ist Bestandteil der Schulmedizin. Ja, das zeigt diese Folie gleich nochmals in aller Deutlichkeit. Irgendwie schockierend, jetzt nochmals zu unseren Brustkrebspatientinnen und Patienten, die jetzt gerade zuschauen. Also eine Aufforderung eigentlich auch hier, falls es noch nicht gemacht ist, bitte zum Zahnarzt gehen und dieses Randes suchen. Gibt es irgendwelche Entzündungsherde im Bereich des Kiefers? Und wenn ja, raus damit, weil das ist ein Herd. Das kann man damit eigentlich sagen, weil hier diese Publikation es ja auch ganz deutlich zeigt, oder? Richtig, ja. Dann haben wir heute wirklich einen großen Mehrwert geschaffen und vielen Damen, die auf der Suche sind nach den Herden, nach der Ursache ihrer Erkrankung, hier möglicherweise ein potenzieller Ansatz. Du sprichst es richtig an, auch den Betroffenen mal eine Idee zu geben, ja, warum habe ich diese Erkrankung? Ja, es muss nicht immer der böse Ehemann sein oder es könnte auch dieses Randes Entzündungsgeschehen sein. Stimmt, genau, das sagt man auch sehr häufig. Partnerschaftsproblematik oder Vater-Tochter-Problematik mit der linken Brust, rechter Brust, das höre ich eben auch sehr viel. Aber ich meine, letztendlich, ist, wenn der Körper einfach so Informationsbotenstoffe gibt, dann kann es einfach ganz einfach auch mechanisch und nicht immer nur psychisch bedingt zu solchen Problemen entstehen. Richtig, das ist die Induktion. Ja. Und nochmal, wo sie landet, diese Induktion, ob jetzt im zentralen Nervensystem in Form von Depression, Multiple Sklerose oder ob es landet in irgendeinem anderen Organ, wie die Brust zum Beispiel, ja, das mag zum Beispiel auch zusammenhängen mit irgendwelchen psychoemotionalen Problemen. Mhm. Ja, aber das ist natürlich jetzt nicht unser Gebiet, wenn wir über das Kiefer sprechen. Dr. Josef Lechner, ganz herzlichen Dank für diese großartige, vertiefende Sendung im Bereich jetzt Brustkrebsproblematiken. Aber Sie haben es gesehen anhand der Folie. Es sind eigentlich fast alle schwerwiegenden chronischen Erkrankungen auch in Zusammenhang zu bringen mit diesem Rantes. Und wir sind alle gut bedient und beraten, wenn wir uns einfach von unserem Zahnarzt diese Untersuchung gönnen. Ich weiß nicht, wie viel das kosten wird von Zahnarzt und Konsumenten. Hast du eine Ahnung? Wenn er diese ganzen Zähne kurz checkt. Naja, ich darf jetzt kurz vielleicht Beispiele nennen. Ja, ich habe jetzt gerade eine Patientin, die entsprechende Neuralgie hat. Ja, niemand weiß, warum sie diese Zungenneuralgie hat. Mhm. Liegt jetzt seit 6 Wochen in der Universitätsklinik in München. Ja, wir haben sie letzte Woche operiert an einer Stelle, die Verbindung hat zum Zungennerv. Ja, sie ist bis heute schmerzfrei. Nicht? 6 Wochen universitäre Klinik, 6 Wochen Neuroleptika, jede andere Medikation, ja, und dann ein 20-minütiger kleiner chirurgischer Eingriff am Kiefer. Ja, und diese Patientin konnte 6 Wochen lang nicht sprechen, nicht essen, nicht trinken, ohne einen unerträglichen Schmerzattacke in dem Zungennerv zu haben. Ich habe gestern das E-Mail bekommen von ihr. Sie ist schmerzfrei. Das ist schon cool. Also ich freue mich auch immer, wenn ich höre, wenn da also Ärzte, Kollegschaften miteinander kommunizieren und Fälle diskutieren, um sich gegenseitig zu helfen und nicht einfach das eigene Ego im Vordergrund stellen und sagen, ich weiß alles, oder? Richtig. Das finde ich großartig. Richtig. Und darum geht's. Ja. Wir wollen ja tiefer blicken. Nicht? Nicht nur irgendwo dann sagen, okay, gut, jetzt ist es die Psyche. Ja. Das ist eigentlich die Feststellung, die wir machen. Tagtäglich. Kranke Patienten kommen zu uns, ja. Und wenn keine körperliche Ursache gefunden wird, ist es die Psyche. Mhm. Ich will das nicht leugnen, ja. Aber man sollte einfach im Kiefer dann etwas tiefer blicken. Mein nächstes Buch, ich darf sagen, Titel ist schon geschützt, heißt Der Zahn sitzt tiefer als im Kiefer. Perfekt, ich das würde darauf. Das Thema umreißen. Super. Diese Bücher sind die auch für uns Otto-Normalverbraucher, Nicht-Mediziner lesbar und es ist schon Fachinformation. Ja, der Vorläufer dieses Buches heißt Der Feind in meinem Mund. Titel lehnt sich an diesen Filmtitel vor 15 Jahren, Der Feind in meinem Bett. Ja, ich weiß. Ja. Feind in meinem Mund, klar. Der Mund ist auch ein Intimbereich, so wie mein Bett. Ja, und da möchte ich schon wissen, wen ich da drin habe, nicht? Und was der möglicherweise mit mir macht.
und nicht nur oberflächlich reingucken, schöne Kronen, schöne Zähne, fertig. Das reicht nicht. Danke, lieber Hans. Danke, dir. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau darum mache ich QS24-Sendung, weil wir einfach solche Wissen von einem Herr Lechner Ihnen einfach darlegen dürfen. Und das ehrt mich, das ehrt QS24, ist einfach großartig. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gute Gesundheit, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.